Hallo euch allen, das ist wieder beim NFL Football. Wir haben das nächste Solo-Battle zu spielen und wir spielen gegen die New England Patriots hier zu Hause in Austin, Texas. So, der Kick ist unterwegs bis an die Goal-Line der Patriots, wird dort aufgenommen und retourniert bis an die 26-Yard-Linie kommt der Returner, Deion Sanders. Ich glaube, der ist mittlerweile bei jedem Team als Returner angestellt. Schauen wir mal, wer den Quarterback spielt. Es ist nicht der Goat, sondern es ist Andrew Luck. Den haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Als Quarterback in einem Solo-Battle. So, Tackling bewusst jetzt auch aggressiv. Overload Blitz, wir gleich mal schauen, dass wir ihn unter Druck setzen, den guten Andrew Luck, der für mich Comeback Player of the Year ist. Was der für eine Saison hingelegt hat, das war schon großartig. Vollständiger Pass von Luck. Watts mit dem Tackle, aber zweiter Versuch und eins. Ball ist an der 35-Yard-Linie. Laufspiel. Ah, da findet er doch noch eine Lücke. Ich dachte, zuerst hätte sich festgelaufen, aber es sah nochmal nach rechts ausgewichen und konnte die fehlenden Yards für ein neues First Down holen. Erster und 10. Ball ist an der 39-Yard-Linie. Wieder ein vollständiger Pass. Stark gespielt. Neuer First Down an der 43-Yard-Linie. Also sehr, sehr starker, sehr eindrucksvoller Drive, den die Patriots hier hinlegen. So, wir gehen jetzt mal in eine Zone Defense, nur mal um zu schauen, wie Andrew Luck darauf reagiert. Mit einem nächsten vollständigen Pass. Starkes Play, 2 und 2. So, wir blitzen jetzt mit dem Under Smoke bei dem zweiten Versuch. Viel Zeit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es hat sich absolut abgezeichnet. Touchdown Patriots durch Randy Moss. Da sahen wir nicht gut aus. Also während des ganzen Drives hat meine Verteidigung da nicht mal den Ansatz gezeigt, irgendwie Andrew Luck zu stoppen. Verdiente 7:0 Führung. Kickoff durch die Patriots. Sanders nimmt den Ball weit in der eigenen Endzone auf, läuft aber trotzdem hinaus. Wir laufen rüber auf die linke Seite. Schöner Spiel. Oh, da ist eine riesenhafte Lücke. Tja, da braucht meine Offense gar nicht aufs Feld zu kommen. Das macht Sanders hier zusammen mit dem Special Team. 6:7. Wir sind sofort wieder im Spiel. Ein 107-Yard-Kickoff-Return-Touchdown. Das ist schon eine Nummer, der PET ist auch gut und es steht unentschieden 7:7, wo meine Offense noch nicht eine Sekunde auf dem Feld war. So, der Kick ist unterwegs. Geht bis an die Goal-Line. Sanders nimmt den Ball auf. Und der Return endet an der 25-Yard-Linie. Van der Esch mit dem Tackle. So, wir haben einen ersten Versuch und 10. So, Zero Blitz. Habe ich wenigstens die Illusion, dass wir vielleicht ein bisschen Druck auf Andrew Luck ausüben können. Laufspiel durch die Mitte, 2 Yards Raumgewinn durch Ajay. Oh, 3 waren es sogar. Bedeutet, wir haben einen zweiten Versuch und 7. Laufspiel durch. Und der findet eine Lücke. Das gibt's ja gar nicht, J.R.J. Starkes Laufspiel bis dato auch der Patriots.
Neuer erster Versuch und 10 an der 38-Yard-Linie. Wir tickern die letzten Sekunden langsam runter. Incomplete Pass, die erste Incompletion von Luck, aber auch nur, weil er in dem Moment, als er werfen wollte, viel Druck von Jeff Heath bekommen hat. So, das heißt, wir haben einen 2. und 10 an der 38-Yard-Linie. 12 Sekunden sind noch zu spielen im ersten Viertel. Diesmal keine Lücke für J.R.J. Da läuft er sich zum ersten Mal richtig fest. 2 Yards Raumverlust. Heißt, wir haben einen 3. und 12 an der 35-Yard-Linie. War schon der letzte Spielzug im ersten Viertel, das jetzt vorbei ist. Und wir gehen gleich rüber ins zweite Viertel. So, Patriots immer noch im Ballbesitz. Haben einen 3. und 12 an der eigenen 35. Das wird ein ganz spannender Versuch. Vollständiger Pass, aber kein First Down. Er war viel zu kurz. Und damit 4. und 9. Die Patriots müssen punten. Ist unterwegs, geht bis an die 12-Yard-Linie. Sanders nimmt den Ball auf. Kommt nicht sehr weit an der 25-Yard-Linie. Ist bereits Schluss. Und jetzt kommt meine Offense zum ersten Mal aufs Feld. Mr. Dak Prescott für die Cowboys an. So. Tight End Attack. Ich will gleich mal schauen, wie sie auf einen langen Pass reagieren. Sind da nur geringfügig schneller. Sharp ist meine Sicherungsoption in der Mitte und auf die werden wir auch gehen. Der hat sich hier wahnsinnig gut gelöst und kommt bis an die 46-Yard-Linie der Pats. Wir bleiben mal beim Passspiel. Terrell Owens geht jetzt gleich hier in Motion. Ich achte aber auch auf meine beiden Titans, Jarwin und auf Sharp. Und hier unten auf meinen Running Back, Eddie George. Boah, der kommt aber nicht weit. Wird direkt getackelt. Da waren, glaube ich, nur 2 Yards Raumgewinn. Es war sogar nur 1. Wir sind beim 2-Minute-Warning angekommen. So, 2. und 9 ist nicht gerade schön. Da strammen wir mal einen ersten Lauf ein über Eddie George. Halfback Toss heißt, wir laufen in einem hohen Bogen für die Außen. Haben da viel Platz und haben ein neues First Down an der 29-Yard-Linie. Sehr guter Lauf von Eddie George. 16 Yards Raumgewinn. Das ist eine echte Nummer. So. Wir attackieren die Mitte mit Sharp und Owens. Ich schau mal, ob Amaya Cooper ein 1 gegen 1 hat. Ja, der Free Safety geht weg. Aber Amaya Cooper kann sich nicht lösen. Und der Ball ist intercepted. Getippt und dann intercepted. Turnover an der 6-Yard-Linie. Kommen die Patriots wieder im Ballbesitz. Das war natürlich mal sehr unglücklich. Ich hätte gar nicht mehr dahin werfen dürfen, nachdem ich gesehen hatte, dass Amaya Cooper so gut gebuncht wird an der Line of Scrimmage. 1. und 10. Boah, was für ein Pass. Mein Gott. Andrew Luck für 41 Yards. 1. und 10 an der 47-Yard-Linie. Natürlich jetzt No-Huddle-Offense der Patriots, die hier noch einmal punkten wollen. Und der ist intercepted. Xavier Woods, da ist der Receiver nach innen gegangen und der Pass ist über die Außen. Und da stand Xavier Woods. So, wir haben noch 1:10 Zeit. Ich würde hier wirklich noch gerne punkten, aber ich möchte auch nicht zu viel riskieren. Wide Receiver Drive. Terrell Owens in Motion, haben wir eben schon gesehen. Da sind wir auf Eddie George gegangen. Ich hoffe jetzt mal, dass Terrell Owens sich da lösen kann. Das sieht auch schon wieder nicht gut aus. Und fast die nächste Interception. Eieieiei. 2. und 10. So,
So, wir nehmen den Dick and Go, attackieren die Mitte mit Elliot und mit Sharp. Ich schau mal, ob Cooper ein 1 gegen 1 hat, abhängig davon, wie sich der Free Safety links bewegt. Amai Cooper hat ein 1 gegen 1. Dann gehen wir auch auf ihn und der ist frei. Hat er den Ball? Er hat ihn. Das ist ein Touchdown für die Cowboys. So, der PET-Attempt. Knapp, aber gut. Und wir gehen mit 14 zu 7 in Führung. 49 Sekunden haben wir noch zu spielen. Hier in der ersten Halbzeit. Beide Teams haben noch alle drei Auszeiten. Der Kick ist jetzt unterwegs. Geht bis in die Endzone. Wird also keinen Return geben. Nein. Touchback. Erster Versuch und 10 an der 25-Yard-Linie. Luck unter Druck. Kein Sack, aber so gestört, dass er nicht mehr präzise werfen kann. Wir haben einen 2. und 10 an der 25-Yard-Linie. Dann nehmen wir eine Cover 3 Hard Flat. Ich habe keinen Blitz eben angeboten bekommen bei den Spielzügen. Daher gehen wir jetzt wieder in eine Zone Defense. Und viel zu viel Zeit für Luck. Da findet er natürlich einen Receiver. Die Patriots nehmen ihre erste Auszeit. Und haben jetzt einen 3. und 2. Cover 3 Sky Press ist unsere Defense-Aufstellung. Vollständiger Pass. Zweites Timeout genommen von den Patriots. Der Ball ist an der eigenen 40-Yard-Linie. Erster Versuch und 10. Jetzt haben sie nur noch eine Auszeit. Aber noch 33 Sekunden zu spielen. Vollständiger Pass. Tackle-Versuch misslungen, aber so lange aufgehalten, bis die Kollegen da sind. Zweiter Versuch und 6. Die Patriots spiken den Ball nicht. Da habe ich eigentlich jetzt fast schon mitgerechnet. Viel Druck auf Luck, da kann er nicht mehr präzise werfen. Und das heißt, wir haben einen 3. und 6. Blitzen hier wieder. Vollständiger Pass. Incomplete. Nein! Edelman kann den Ball nicht festhalten. 4. und 6. Das heißt, wir haben einen Turnover. Kein Turnover und Downs, weil ich war jetzt gerade so euphorisch. Sie können natürlich immer noch den Ball punten, sind ja noch nicht im Schlussviertel. Kein Return. Oh, der war gut. Der war aber sehr gut. Guter Punt an der 6-Yard-Linie mit 4 Sekunden auf der Uhr. Kommt unsere Offense noch einmal aufs Feld. Das heißt, ich werde jetzt nochmal schauen, ob wir irgendwo die Jungs nochmal richtig nach vorne schicken können. Ja, 4 Verticals. Uns Johnson und Amai Cooper. Ich gehe auf Amai Cooper. Der fängt den Ball nicht. Es ist eine Interception. Zweite Interception. Halbzeit im Spiel gegen die Patriots. So, wir gehen mit einer Führung in die Pause. 14 zu 7. Und haben den großen Vorteil, dass wir jetzt hier mit Beginn der zweiten Halbzeit den Ball zuerst mit unserer Offense kommen. Sanders nimmt den Ball in der eigenen Endzone auf, entscheidet sich aber doch herauszulaufen und kommt bis an die 36-Yard-Linie. Erster Versuch und 10. Guter Return von Deion Sanders. So, wir öffnen erstmal mit einem Lauf über die Außen. Eddie George bekommt von uns den Ball. Geht über die rechte Seite. So, zweiter Versuch und 3. Es war sogar kein schlechter Versuch. Wir bleiben mal beim Laufspiel, wechseln jetzt aber in den Toss, also in einem Lauf, in einem hohen Bogen über die Außen. Ja, wir bleiben bei der
der rechten Seite. Da sind mir... Oh, da ist eine Riesenlücke. Und das ist ein Spin-Move von Eddie George. Und da ist keiner mehr. Und da ist er in der Endzone. Touchdown Cowboys. Hat man gut gesehen, dass ich glaube, das war einer der Cornerbacks, der von einem meiner Wide Receiver so geblockt wurde, dass er auf dem Boden landete. Und der ist geblockt. Das hat sich sowas von abgezeichnet. Schon bei den Versuchen zuvor. 20-7. Also immerhin noch ein Teilerfolg für die Patriots. Aber jetzt liegen sie mit 13 Punkten nichtsdestotrotz hinten. Kick geht bis an die Goal Line. Sanders nimmt den Ball auf. Der Return läuft. Boah, da kann er sich aus dem Tackle lösen. Wird aber jetzt getackelt an der 34-Yard-Linie. Erster Versuch und 10. Vollständiger Pass. Kein First Down, aber die nächste Completion für Luck. 2001. Ball liegt an der eigenen 42-Yard-Linie der Patriots. Ich war der Receiver. Ach du Gott, da kommt keiner dran. Da sind drei meiner Verteidiger zu spät gewesen. Und Jay Ajani lässt sich nicht stoppen, kommt in die Endzone. Und auf einmal bekommt dieser verschossene PET von eben auf einmal eine ganz, ganz große Bedeutung. Weil durch diesen schnellen Score haben jetzt die Patriots die Chance, mit einem Touchdown in Führung zu gehen. So, hoffen wir mal, dass Sanders wieder einen guten Return hinlegt. Der Kick ist unterwegs, geht bis in die Endzone. Der Return ist immer noch unterwegs und jetzt hat Sanders Platz. Läuft die Außenlinie entlang, da ist keiner mehr und er ist wieder in der Endzone. Kick auf Return, Touchdown. Deion Sanders. 103 Yards. Wir probieren jetzt natürlich eine Two-Point-Conversion, damit wir einen 14-Punkte-Abstand zwischen uns und die Patriots legen können. Cooper und Owens auf Slant Routes. Sharp ist meine Sicherungsoption und Jarwin fängt den Ball nicht. Zwölf Punkte Führung. Ist nicht gut. Gefällt mir nicht. Der Kick ist unterwegs. Geht bis an die Goal Line. Wird jetzt aufgenommen von Sanders und retourniert bis an die 27-Yard-Linie. Wir haben einen ersten Versuch und 10. Eine Minute 35 sind im dritten Quarter noch zu spielen. Also zumindest haben wir hier in dem Spiel eine Menge Punkte gesehen. Und das werden auch mit Sicherheit noch nicht die letzten gewesen sein. Schöner Hit von Xavier Woods. Dadurch kein Raumgewinn. Zweiter und 10. Ball immer noch an der 27-Yard-Linie. Jetzt kommt auch Jay Ajayi nicht mehr nach vorne. Dritter und 16 damit. Und Dritter und 16 ist schon eine echte Hausnummer. Der Ball ist an der eigenen 20-Yard-Linie. Oh, viel Druck. Und der kommt an. Das gibt, da stehen drei Cowboys-Verteidiger rum. Und keiner geht zum Ball. Ich glaube es nicht. Neuer erster Versuch von 10 an der 46-Yard-Linie. Wahnsinniges Play von Andrew Luck. Erster und 10. Kein Sack. Der Ball war bereits in der Vorwärtsbewegung. Deswegen ist es ein Incomplete Pass. Zweiter und 10. 20 Sekunden sind noch zu spielen hier im dritten Quarter. Oh Gott.
Ich habe echte Tackle-Probleme im Moment. Third and inches. Ein dritter Versuch und Zentimeter. Schauen, ob sie den Spielzug noch durchführen vor Ende des dritten Quartals, weil die Sekunden tickern hier schon runter. Tun sie nicht. Es geht ins Schlussquarter hinein. Third and inches. Ball ist an der 36-Yard-Linie. Das ist ein vollständiger Pass. Neues First Down an der 29-Yard-Linie. Und der Fakt ist, sie brauchen natürlich einen Touchdown. Field Goal nutzt ihnen überhaupt nichts. Sie brauchen einen Touchdown in diesem Drive. Erster und 10. Und das ist ein Sack. Endlich einmal. Die Marcus Ware kommt hier durch. Bringt Luck zu Boden. Zweiter und 16, aber das haben wir ja auch schon gesehen, dass 16 Yards für Andrew Luck keine unüberwindbare Distanz sind. So, wir nähern uns dem Two-Minute-Warning. Wieder viel Druck und wieder schafft er diese Distanz. Andrew Luck, ein Wahnsinnsplay. Erster und 10 an der 16-Yard-Linie, das war der letzte Spielzug vor dem Two-Minute-Warning, denn jetzt sind wir in den letzten zwei Minuten des Spiels. Beide Teams haben noch alle drei Auszeiten. Also das Ding ist hier echt noch nicht in trockenen Tüchern. Vollständiger Pass. Der Receiver geht uns aus, damit bleibt die Uhr stehen. 3 Yards Raumgewinn heißt, wir haben einen 2. und 7. Ein gutes Tackling hier von DeMarcus Ware. Kein Blitz, das heißt, wir gehen in eine Cover 3. In dem Fall die Cover 3 Sky Defense. 2. Versuch und 7. Wahnsinnig viel Zeit. Schönes Tackling von Ryan Shazier. So, 3. und 1. Wir gehen in eine Cover 3 Bus Press Defense hinein. Luck. Oh, ich dachte, mit dem Ball wegwerfen. Der war sogar fast sogar noch gefangen von Edelman. Aber jetzt haben wir einen 4. Versuch und 1. Wir blitzen mit beiden Safeties. Das haben wir, glaube ich, in diesem Spiel bis dato noch gar nicht getan. Also jetzt richtig viel Druck. Die Mitte. Freunde, Freunde, Freunde. Der PET, der ist auch gut. Und jetzt steht es 21-26. Wir haben nur eine 5-Punkte-Führung. Das heißt jetzt mit Sicherheit ein Onside, kein Onside-Kick. Das ist mal eine Überraschung. Gut, sie haben noch alle drei Auszeiten. Sanders nimmt den Ball auf, ist jetzt natürlich allein gegen alle hier. Kommt bis an die 23-Yard-Linie, 1. und 10. So, drei Auszeiten haben die Patriots noch zur Verfügung. Sie hoffen jetzt natürlich, dass wir keinen First Down schaffen. Sie ihre Auszeiten aufbrauchen, dann nochmal wieder aufs Feld kommen. Und den Game-Winning Drive hier hinzulegen. Eddie George kommt bis an die 28-Yard-Linie. Das heißt, 5 Yards Raumgewinn, 2. und 5. Erstes Timeout der Patriots. So, wieder Lauf über die Außen. Diesmal geht es über die rechte Seite mit Eddie George. Los. Oh! Da kam ein Verteidiger direkt durch, aber ein wunderbarer Spin-Move von Eddie George. Und der hat wehgetan. Jetzt ist er nämlich an der 43-Yard-Linie. So, und die Patriots haben anschließend nur noch eine Auszeit zur Verfügung. Das heißt, jetzt läuft ihnen natürlich ein bisschen die Zeit weg. So, Laufspiel Eddie George über die rechte Seite. Knallharter Hit von Brian Urlacher. Der hat mal richtig gewumst. Aber 2. Versuch und 1 und die Patriots müssen ihre letzte Auszeit nehmen. Können ab jetzt die Uhr nicht mehr kontrollieren.
So, wir versuchen einen ersten Versuch zu holen über Eddie George. Über die rechte Seite laufen wir. Das gelingt, da ist das First Down. Hauptsache in Bounce bleiben, das ist das Wichtige. Deswegen bin ich jetzt auch nicht auf Teufel komm raus weiter an der Seitenauslinie entlang gelaufen. Ich wollte in Bounce bleiben, damit die Uhr hier weiterläuft. Erster und 10, Ball ist an der 19-Yard-Linie. Wir sind in Field Goal Range. Verlieren aber ein Yard hier bei diesem Versuch. Heißt, wir haben jetzt einen zweiten und 11. Ball ist immer noch an der 20-Yard-Linie. Läuft mit Eddie George über die rechte Seite. Es geht außen herum also. Eddie George hat den Ball. Wartet da noch ein bisschen. Ein Yard Raum. Gewinn wieder. Dritter und 11. Ball ist an der 19. Laufspiel über Eddie George. Es geht über die linke Seite. Direkt gestoppt. So, wir schicken unsere Field Goal Unit aufs Feld. Der Kick ist unterwegs. Und der ist gut. Wir führen jetzt mit 8 Punkten. So, Swip Kick. Um hier noch ein paar Sekunden von der Uhr zu nehmen. 8 Punkte heißt Touchdown und erfolgreiche Two-Point-Conversion. Aber sie haben dafür noch genau eine Sekunde Zeit. Das heißt, eine Hail Mary. Der muss jetzt in die Endzone. Sie brauchen jetzt einen Touchdown und anschließend eine Two-Point-Conversion, um dieses Spiel hier in die Verlängerung schicken zu können. Der Snap erfolgt. Der Ball ist in der Luft und abgeworfen, abgetippt. Huff hat die Chance zur Interception. Macht sie nicht, aber das Spiel ist aus. Wir schlagen die Patriots. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.